Ich kann es ehrlich gesagt nicht lassen. Nee, ich bin wieder dabei. Immer noch dabei. Autsch, da, oh, voll erwischt, ey, meine Finger. Gleiche Aufnahmesession immer noch. Machen direkt weiter. Muss mein Headset eben richten. Moment. Ist ein bisschen doof jetzt gerade. So ist besser. Gut, hier gibt es Sternschauer. Das nehme ich jetzt einfach mal an mich. Und bringe das meinem Pokémon bei. Wir gucken einfach, wie es sich auswirkt. Furion Schlag weg. Und Ibitak erlernt Sternschauer. Gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht gut funktioniert, dann nehmen wir auf jeden Fall wahrscheinlich später sowieso Risikodeckel mit rein. Was sinnvoll ist, aber momentan ist es ganz nett. Das ist wenigstens so ein Angriff. Ja, der macht permanenten Schaden. Und nicht so wie Furienschlag. Ja, trifft es zweimal, dann trifft es fünfmal. Ja. Mit so einem Sternschauer kannst du wenigstens planen. Und es trifft immer. So. Und so machen wir das jetzt. So habe ich das beschlossen. Und so wird das jetzt gemacht. Da. Bin mal gespannt, mit welchem Level wir am Ende mit Ibitak in die Top 4 gehen. Ich habe ja keine Ahnung. Kann echt nicht sagen, also ich bin echt gespannt. Kann sein, dass wir da wirklich mit einem Ibitak auf Level 80 reingehen oder was. Ich pff, du, weiß ich, ob das kommt. Und wenn das kommt, ja dann Prosit neuer Agilität. Jo, auf jeden Fall nicht. So, das war's auch. Ibitak erlernt, glaube ich, jetzt keine neuen Attacken mehr. Agilität auf 43 war die letzte Attacke, die er von sich aus lernt. Den Rest können wir ihm halt nur beibringen. Das tun wir natürlich auch. Wie gesagt, Bodycheck oder. Nee, Bodycheck nicht mal. Risikotackle wäre dann die sichere Variante. Nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Aber wir fahren mit Sternschauer ja gerade sehr gut, hat keinen Rückstoßschaden, wir fahren damit echt extrem gut, dass ich mir dabei denke, dass wir das wohl erstmal so belassen können. Würde ich sagen. Aber Sternschauer ist eine ganz nette Attacke. Und hat halt, wenn der Gegner echt mit Sandwirbel und so einem Dreck anfängt, der trifft halt immer noch. Sternschauer trifft halt immer. So. Und das ist das Positive. Das brauchen wir. Nicht so eine Attacke wie die Risikotackle, wo du dann auch wieder vom Sandwirbel abhängig bist oder Doppelteam, sondern Sternschauer. Rein. Und er trifft. Oh Gott, fünf Pokes, ey. Ja, komm, Borschnabel. Machen wir fünfmal Borschnabel, das reicht auch. Fünf Pokes. Na gut, das ist immerhin etwas Erfahrung, ne? Meinetwegen hätte es auch Nidoking haben können, hätte die Erfahrung gleich so gehabt. Ja, dann machen wir Sternschauer. Das kranke Biest war schneller. Finde ich gar nicht gut. La 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 la. Mögen die Spiele beginnen? Ja. Was willst du denn für Spiele? Ja, mein Freund. Das Spiel ist aber ganz schnell zu Ende. Und weg. Quapozzi. Mittag 44. Wow. Richtige Maschine. Boah. Aber ich bin echt von begeistert. Ich bin sowieso. Ibitak ist ein total tolles Pokémon. Verstehe gar nicht, warum das so wenig geused wird. Ich selber habe damals in Pokémon X und Y. Was, X und Y? Ja, du mich auch, danke. Dir auch einen schönen Abend. Meiner, es war X und Y. Kann auch sein, dass es noch ein anderes Pokémon gewesen ist. Ich habe eigentlich permanenten Ibitak im Team gehabt, weil Ibitak einfach so mega strong war. Mega strong ist. Die ist einfach super. Kann Ibitak eigentlich Triplette? Nee, kann er nicht. Habe ich ja gerade geguckt.
Dann brauchen wir uns die Dinge auch gar nicht holen. Interessiert ja wirklich keinen. Dein Tafelwasser. Tschüss. Ich gehe dann wieder. Konter ist auch uninteressant. Ja, erst mal eben gucken, habt ihr irgendwas im Angebot? Toll, vielen Dank. Ich weiß ja nicht mal, was ist im Kopf. So, die Schnelle. Warte mal. Guck mal eben durch. TM32, Doppelteam, Reflektor, Klingensturm, Hornbohrer 37 ist Eierbombe, Mega-Heap, TM5 ist Mega-Kick, TM9 ist Bodycheck und TM17 ist Überroller. Dann kaufen wir einmal TM9, da das Bodycheck ist. So. Gleichzeitig verkaufen wir ein bisschen was. Ich kann gucken. Ich hab Genesung. Oh, Fahrtkupon, scheiße. Aufwecker, Fluchtseil, Fluchtseil können weg. Die drei Tränke können weg. Ja. Supertränke nehmen wir noch ein paar mit. Super Schutz nehmen wir jetzt auf jeden Fall hier mit, so 20 Stück. Ja, auf, alles klar. Sagen wir mal so, und Pokéball tauscht mit Superschutz. Wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob ich einen Bodycheck beibringen will. Ich nehme es erstmal mit und bringe es auf die Bank. Ja, unbedingt. Ablegen. TM9. Gut. Einfach nur, um sicher zu gehen. Falls wir es am Ende brauchen, dann ist es okay. Falls wir es nicht brauchen, ja, beschwere mich nicht. Nur verdursten ist das Getränk für mich. Lasst mich in Ruhe. Wir können auch in die Kampfarena gehen. Können auch ein bisschen trainieren. So. Wenn wir schon mal in Safronia City sind, ne? Wenigstens ein paar starke Pokes hier. Habe ich denn noch oft genug? 10-mal muss reichen. Der hat 2, der hat 3, sind 5, da sind vielleicht 2, sind 6, 7, das ist nochmal. Ach ja, komm. Das sollte reichen. Beweise es mir, dass du gut bist. Das tue ich doch gerne. Guck mal, bei dem Acholo, da sparen wir uns das Auto nochmal an, wenn wir Sternschauer. Die dann auch so wegmoscht, ne? Ich meine, das ist ja hier. Ey, das sind auch Pokes da oben, die können Stärke lernen. Oh, gleich mal hier 2 Fliegen mit einer Klappe. Cool. Ja, dann machen wir uns ja gleich was Positives. Haben wir gleich ein paar Pokes, einen Poke bekommen, was Stärke lernen kann. Ich glaube nicht, dass Ibitak... Nee. Kann Ibitak Stärke? Ibitak kann doch keine Stärke. Nein. Ja, nun komm. Du fährst mich herauf. Was? Habe ich was verpasst? Nicht wirklich, ne? Nö. Ich wurde geschlagen. Ich hätte gerne das hier. Oh, Kikli. Gut, nehmen wir Kikli mit. Warum nicht? Okay, Safronia City ist somit auch größtenteils abgehakt. Es kommt halt dann nur noch die Surfcode, die wir rein müssen. Ich kümmere mich jetzt also erstmal um Team Rocket, den Orden. Ja, diese allgemeinen kleinen Dinge halt, ne? Ja, erstmal holen wir uns ein AP Plus. Juhu! AP Plus können wir gleich mal eins einsetzen. Haben wir mehrere. Aber mehrere nicht. Egal. Bohrschnabel. Lächerlich.
Okay. Aber die Pussmann erst die Arena eben schnell. Ja, ist ja easy peasy. Na, Mutenroshi. Ja, ich werde Frauen. Gehört standardmäßig dazu. Also ich glaube, ich habe noch keinen Run gemacht, wo ich Mutenroshi nicht angesprochen habe. Bin auch schon so ein Wemser, du. Boah, das AP, hab ich das gerade richtig gesehen? Durch das AP Plus sind viermal Borschnabel dazugekommen. Alter Schwede. Und schön ist ja, dass Ibitak uns immer noch gehorcht. Denn es hieß ja mal, nee, Ibitak ist drüber und dann gehorcht dir nicht mehr. Ja, ja. Komm, geh vor der. Sternschauer muss ja hier, guck mal, die sind 21. Mehr doppelt so hoch. Da wäre doch ein dicken Sternschauer. Können wir uns den Borschnabel für die Entwicklung aufheben? La 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 la. Boah, der zieht gerade. Hier habe ich die Tür aufgelassen, ne? Fenster auf vielleicht, naja. Das auch zu. Da ist halt menschlich gerade sehr kalt hier. Ah, jedenfalls mache ich diese Aufnahmesession noch und dann werde ich mich auch zur Ruhe betten. Gucken, wie weit wir einfach jetzt kommen. Also vielleicht wäre Team Rocket, also Arena hier. Team Rocket. Lavandier. Das ist schon ganz cool, das auf Anhieb eben schaffen könnten. Und dann. Ja. Er muss es auch nicht übertreiben, aber das wäre so, glaube ich. Das wäre so das. Das, was ich jetzt erreichen möchte. Ich will auf jeden Fall so weit kommen, dass ich nächstes Mal sagen kann. Wir fahren den Radweg runter, dann gehen wir in Fuxania City durch, dann gehen wir die andere Seite hoch, dann machen wir Saphonia City. Und dann gehen wir Richtung Seeschauminsel von der Fuxania City Seite, dann gehen wir von Alabastia runter. Mist, ich bin den Weg verbaut. Aber von Alabastia runter zur Zinnoberinsel, machen den Kram, machen dann den Weg zu den Seeschauminseln. Und sind anschließend in Vertania City und von da aus Richtung Top 4. Klingt nach einem Plan, oder? Finde ich auch. Schau dir unsere Pflanzen an, was denn diese Pflanze kann. Wie ist denn mit, schau dir mal mein Ibitak an, was es mit euren Pflanzen so machen kann. Ibitak. Gottes Antwort auf Pflanzenvernichtungsmittel hier. Easy. Müsste die Kampfmusik eigentlich abspielen, lohnt sich das? Meine, selbst mit Turtok kommst du hier super durch, weil zu dem Zeitpunkt hast du Eisstrahl. Fetz, 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 da fetzst du alle weg. So wie jetzt. Das ist ja wirklich ein Scherz, ey. Ist ja hier fast schon Weltrekordniveau, wie man das hier besiegt. 21, mega sauber. Jo, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da gibt uns der Händler einen guten Preis für. Okay, ups, nicht Pokédex. Myraplabede, Tessnider. Ach ja, holen wir uns mal eben. Fliegen. Ganz wichtig ist, ich muss ja dann auch mal eben nach Azuria, ich muss ja das Fahrrad holen. Dankeschön. So, jetzt muss Ibitak fliegen lernen, aber dafür wird wahrscheinlich Spiegeltrick vergessen werden, ja. Ich möchte nämlich gerne Silberweg behalten, falls wir wirklich, wir könnten es nochmal brauchen. Jetzt holen wir uns das Fahrrad mal eben schnell. Ja, fertig. Ja, habe ich auch meine Tour leider vergessen. So, Prismania City, da geht's weiter. Und, nee. Nee, doch nicht. Ja,
Myraplot und Kikli können jetzt im Team bleiben, das ist uninteressant. Die kommen eh nicht zum Einsatz. Und jetzt knöpfen wir uns die Top 4, genau, dieses Team Rocket vor. Mit Fliegen haben wir einen Move, ja, ne? So. Den nutzt man nicht wirklich. Hin und wieder nutzt man ihn, aber wir haben Borschnabel und das reicht. Lala, hallo Team Rocket. Du hast Mut, hier so rein zu spazieren. Warum machst du das? Weil ich euch vernichten will. Warum? Wir haben dir nichts getan. Ja, aber ich will eure Erfahrungspunkte. So einfach bist du gestrickt? Ja, natürlich. Dieses Let's Play ist auch einfach gestrickt. Es hat keinen tiefen Hintergrund oder eine tiefere Bedeutung. Ich liebe einfach nur Imitag und ich will einfach Imitag in einem Only-Run spielen. Fertig. Das ist der Grund, warum dieses Let's Play existiert. Nicht irgendwie, um zu zeigen, dass durch Imitags Nasenspitze, dass wenn man das als Karte deutet, vielleicht etwas dabei rauskommt. Was weiß ich für ein Schwachsinnsidee. Nö. Spaß an der Freude. Erstens, ich zocke gerne Pokémon. Zweitens, Imitag ist eines meiner absoluten Favorites. Drittens, beides kombiniert in einem Only Run ist doch mega cool. 48. Klar, mir ist schon bewusst, dass dieses Video nicht so viele Views einfährt wie zum Beispiel Dragon Quest. Das ist logisch. Aber, mich das. Nö. Ganz einfach, nö. Da geht's zum Fahrstuhl, genau. So, hier gibt's Risikotackle. Nehmen wir auch mit, laden wir ein. Mal gucken, behalt jetzt erstmal Sternschauer. Weil das so gut ist, da kannst ja gar nichts gegen an, du. Wie gesagt, Silberblick behalte ich auch, weil man kann nie wissen. TMC ist doch rief. Oder? Ja. Gut. Aber darauf muss ich ja nicht wirklich eingehen, oder? Nein, Freunde, ihr kennt meine Sichtweise dazu. Wenn jemand wäre, der auf unzählige Views aus ist, dann würde er jeden Dreck kopieren oder jeden Mist mitmachen, den die Idioten da auf YouTube sowieso schon machen. Keine Sorge. Ach, der Dura nicht. Ich habe mich ja schon schwer getan, damit wieder mit LOL anzufangen. Und ich mache ja wirklich, also ich tue mich nicht schwer damit, jetzt zu sagen, ich drehe jetzt mal einen Durans Blickpunkt. Aber es war an sich eigentlich nicht das Ziel meiner Träume. Oh, KP Plus. Zu sagen, jetzt muss ich damit anfangen. Pff, Gott bewahre. Also, ich hatte immer das Ziel, das ist Klingensturm, genau. Ich habe immer gesagt, du bist ein Duran. Du bist nur Let's Player. Du machst nur Let's Plays. Sei es solche Let's Plays hier, sei es mal mit Facecam oder was, aber normalerweise, du machst nur Let's Plays. Ich habe mich ja echt überwinden müssen im ersten Moment, als ich mir mit Ryo überlegt habe, dass wir zusammen ein Let's Eat machen. Das war ja das erste Mal, dass ich vor die Kamera getreten bin, also Let's Play technisch, oder auf meinem Channel, Internet, so. Vorher war ich ja unbekannt. Das war ja schön. Muss ich ja nichts machen. Muss ich ja machen, wie ich lustig bin, aber mein Gesicht unbekannt. Jetzt ist ja. Aber wenn man jetzt den Namen Duran hört, dann wissen die Leute Bescheid. Das ist nämlich die Musikgruppe Duran Duran gemeint. Ja. Ja. Und seitdem gibt es ja was, da gibt es ja viele Formate. Ich habe Toplisten gemacht, ich habe was weiß ich gemacht, Dr. Duran habe ich gemacht, ich habe Durans Blickpunkt, das ist immer News, 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 wenn es mal was Aktuelles gab, was meinen Channel was speziell meinen Channel betrifft. Da werdet ihr ja immer informiert. Ich hatte ja mal vor, News, News, News so auszuweiten, dass jedes Mal, wenn ein Projekt zu Ende geht oder ein neues Projekt in den Start geht, zu sagen, so, jetzt gibt es ein News-Video
Das ist momentan das neue Projekt, das stelle ich euch kurz vor. So, hatte ich ja mal als Idee, habe ich nicht umgesetzt. Könnte ich vielleicht mal machen. Ist halt ein Video mehr in meiner Playlist. aber das ist jetzt wirklich, wie gesagt, das sind dann einfach nur solche Dinge, wo ich gesagt habe, gut, da habe ich auch Lust zu. Auf Dr. Duran hatte ich mega Bock, das war total lustig. Hat mir super Spaß gemacht. Auf die SMEs, das ist mein Lieblingstrank gewesen. Die SMEs, hier so Social Media Experimente. Oh, Untergeschoss 3 ist Mewtwo, alles klar. Kennt ihr auch. Also ich hoffe mal, weil das einige meiner interessantesten Projekte sind, wie ich finde. Auf Verteidigung erhöhen. Also das ist meine Ansicht. Ich finde wirklich, dass es sich bei SME, den Social Media Projekten, hauptsächlich sind es die Videos von Knuddels. Kommen, sollten nochmal andere dazu, müssen auch vielleicht nochmal andere dazukommen. Je nachdem, wie meine Zeit auch da ist. Die sind einfach wahnsinnig interessant. Was für kranker Scheiß da teilweise läuft. Ja. Und die wurden auch. Wurden besser geklickt als Let's Plays. Logisch, aber Let's Plays ist so. Weiß nicht, ich habe immer die Ansicht, Let's Plays gehen so langsam runter. Was die Nachfrage angeht. Es ist nicht mehr die Nachfrage nach Let's Plays ist nicht mehr so groß, weil es gibt halt unfassbar viele. Es gibt halt zu viele. So. Und meiner Ansicht nach ist es ja immer noch, ja komm, weißt du, ich bin Let's Player, ich richte mich überhaupt nicht nach dem Momentum, was mir scheißegal ist. Ich mache das weiter, solange es mir Spaß macht, wenn ich irgendwann sage, weißt du was, habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann ist es vielleicht so, dass ich sage, komm, hier, jetzt lässt du die Videos, die du hast, noch hoch. Vielleicht kommt der Fun dann wieder. Und wenn die Videos alle oben sind, du keinen Bock mehr hast, dann lässt es halt. Ja, das ist wirklich so gut momentan. Ist das nicht der Fall. Und ich hoffe mal, dass es auch nicht so schnell passieren wird. Ich werde ja als Player bleiben. Aber ich werde auch älter. Die Zuschauer werden auch älter. Ihr... Da ist das auch so, dass ihr euch sagt, gut, hier den Duran, den habe ich vor 2 Jahren, habe ich mir den angesehen. Da war der mega. Jetzt ist er alt. Ich bin auch älter geworden. Ich habe 7 Kinder. Ist nicht mehr mein Ding. Ich lebe jetzt bei den Wollnies. Was bitte, was? Ja, wird das langweilig, logisch. Kann ich verstehen. Für Jüngere ist hier so ein Pokémon First-Gen-Spiel ist auch nicht das Wahre. Für mich ist es ein unfassbarer Nostalgie-Moment, dieses Game zu spielen. Und in Variationen zu spielen, die ich früher gar nie gemacht hätte. Okay, hier bin ich ja jetzt fertig, oder? Ja, ich glaube schon. Lavandier. Habe ich geheilt? Ja, gucken hier. Ja. Ja, früher kam ich nie auf die Idee, wäre ich nie auf die Idee gekommen, in meinem Original auf dem Game Boy Color Spiel zu sagen, wo jetzt. Weil ich habe doch Superschutz. Was ist denn da? Wäre ich nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, so jetzt machst du mal hier nur ein Pokémon. Nee. Weil ich meinen Spielstand auch nicht löschen wollte, wo ich so gut war. Will ja keiner. Ja. Ach, ich kann auch ruhig Borschnagel machen, hier ist doch eine Heilecke. Ich kann draufhauen, wie ich lustig bin. Und jetzt hier, wo du die Möglichkeit von Emulatoren und ROMs und sowas hast, ja dann. Prügelst du das alles durch? Klar, habe ich Pokémon Blau, Rot, Gelb. Weiß gar nicht, ob ich alle drei noch habe. Müsste ich gucken, weiß ich aus dem Kopf nicht. Blau weiß ich auf jeden Fall, habe ich noch in meinem Super Nintendo Adapter drin. Mega geil auf dem SNES. Pokémon zu spielen ist ein unfassbares Gefühl immer noch. Das habe ich dann... Ja, die Hälfte ist erreicht. Das habe ich dann... Da sind die Originale auch noch da. Logisch, die packst du auch nicht weg. Also wie ich immer noch mein Lufia-Spiel von damals habe und mein Dragon Quest Monster-Spiel von damals. Die werden niemals wegkommen. Nur ist einfach... Das ist Kindheit, Leute. Das sind Erinnerungen, die kommen nicht weg. Genauso auch Pokémon. Genauso auch habe ich ja auf dem SNES, halt, habe ich ja auch noch hier.
mein Super Nintendo, da habe ich dann auch noch Tom und Jerry, Walkthrough, Donkey Kong Country 2, was ich mittlerweile, glaube ich, das dritte Mal hochgeladen habe. Ja, einmal 102%, dann Replay von den 102% und dann nochmal ein Walkthrough. Ja. Easy. Man kann es auch mal anders machen. Man kann auch mal sagen, weißt du, warte, ich mache. Gibt ja so viel. Donkey Kong Country 2 machst du nochmal. Diddy Only, so zum Beispiel. Dixie Only. Pow, was weiß ich. Einfach durch. Macht doch Spaß. Man muss einfach so ein bisschen den Fun dabei haben. Ne? Du musst immer was Neues überlegen. Klar, kümmere ich mich auch um neue Projekte. Ich meine, dann gibt's da Games hier zum Beispiel. War zu dem Zeitpunkt ganz aktuell Bravely Second Endlayer. Hatte ich vorher nie was von gehört. Ich kannte Bravely Default, den Vorgänger kannte ich gar nicht. Bravely Second Endlayer gespielt. Gedacht, oh mein Gott, du hast noch nie so ein tolles Spiel gespielt, was so unfassbar. Also ein JMMORPG. JRPG, so rum. Also ein Japan-RPG. Was so genial ist. Das war so toll. Das hat so viel Spaß gemacht. Warum Let's Play? Sowas gibt's auch, klar. Ich habe auch noch viele andere Let's Plays, wo ich sage, eigentlich hätte ich das niemals, also ich hätte persönlich nie gezockt. Aber als Let's Play, puh, yeah. Und dann gibt's halt die Klassiker. Grandia, einer der Ultra-Klassiker. Gerade Cocoon, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Allein was die Musik und die Atmosphäre angeht, muss ich auch nochmal wieder Let's Play. Ist wunderschön. Ist wunderschön. Es macht einfach unfassbaren Spaß, solche Spiele wieder zu spielen. Und sonst sitzt du da und musst dir überlegen. Zockst du was? Du kannst nochmal was zocken, sitzt du da auf deinem Sofa vor dem Bildschirm und dann zockst du. Und ich bin da immer schon jemand gewesen, der kommentiert halt gerne viel. Und erzählt dazu gerne was. Wenn jemand dabei sitzt, dann ist es schön. Wenn nicht, erzähle ich mir das auch selbst. Ich erzähle aber was. So. Und dann habe ich für mich dann halt auch mal, denke ich für mich auch, warum sollte ich denn jetzt für mich selber zocken, wenn ich auf der anderen Seite nicht sagen kann, weißt du was, nimm's doch auf, mach ein Let's Play davon. Wow, wie cool ist denn das? Kannst ins Internet stellen, gucken sich auch noch Leute an, die haben dann auch noch Spaß und einen schönen Abend vielleicht. Und dann habe ich mein Ziel ja auch erreicht. Einen kleinen Moment, zum Zumachen hier. Ja, dann habe ich mein Ziel doch auch erreicht, indem ich sage, durch das, was ich mache, schaffe ich es, dass sich andere Leute, meinetwegen mal für eine halbe Stunde, für 20 Minuten, für eine Viertelstunde, einfach mal entspannen können. Vielleicht lachen können, vielleicht auch mal weinen können, vielleicht sich wirklich einfach mal entspannen können. Das ist doch wirklich. Oder Unterhaltung fühlen. Ja, unterhalten gefühlt haben. Was war das denn für ein Satz? Egal. Wirklich, dass sich die Leute einfach mal fallen lassen können. Das ist das, was ich ja auch unter anderem hiermit erreichen will. Ich will ja nicht wirklich sagen, hier, Duran, den müsst ihr abonnieren. Ich will hier meine 3 Millionen Abonnenten haben, damit ich sagen kann, hier, ich bin einer, der hat's geschafft. Warum? Was habe ich davon? Ich sag dir, wenn ich hier 3 Millionen, selbst wenn ich 300.000 Abonnenten hätte, dann hätte ich doch diesen verschissenen Druck zu sagen, scheiße, die muss ich ja auch füttern. Da muss ich ja was Neues kommen. Da muss ich ja investieren. Da muss ja irgendwie was dazukommen, sonst wird es ja öde, sonst hauen sie mir alle ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, nö. Ganz ehrlich, nö. Ich bin mit meinen Abonnentenzahlen sowas von fett zufrieden. Mega zufrieden. Ich brauche nichts anderes. Klar, wenn es mehr werden, freue ich mich. Wenn es einer weniger ist, ist auch scheiße. Fühlt man sich auch kurz doof. Oh, Schutz wirklich nicht mehr. Ist so. Aber ich sag, ich brauche keine 100.000, 200.000 Abonnenten von 2 Wochen mehr. Weil ich dann genau weiß, scheiße, jetzt ist der Druck größer und die TM10 legt mal eben ab. Surfcore
So. Das ist der Druckhöher, die muss ich füttern. Hallo, ich arbeite. Vollzeit. Also brauche ich nicht auch noch Stress da bei dir auf YouTube hier. Nö. Das kann weg. Megasaurus ist Blödsinn. Klingensturm kann auch weg. Zwei Nuggets können weg. Das Fluchtseil kann weg. Noch was. Top-Äther Pokebälle können auch weg. Die Top-Äther sehe ich gerade, die können wir auch mal eben ablegen. Dafür später, falls wir sie über den Top 4 benötigen sollten, können wir sie ja mitnehmen. Ja, Top-Äther. Den Äther behalten wir mal dabei. Mal sehen. Okay, wo wollten wir lang, wo wollten wir fast Mania City lang, ne? Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier gleich Schnitt. Machen wir eben das Relaxo kalt. Dann fahren wir beim nächsten Mal die Fahrradroute runter. Die Pokéflöte ist ganz schön, dann brauche ich keinen Aufwecker mehr. Sparen wir uns die auch. Ja, und das ist also, das ist meine Ansicht. Ne? Ich muss doch nicht irgendwie, beruhigt, läuft in die Berge. Ich muss doch nicht irgendwie, was weiß ich, wie viel investieren. Solltest du nicht tauschen? Nein, du? Nein. Ich muss doch nicht irgendwie, was weiß ich, wie viel investieren, nur damit ich in der Lage bin, zu sagen, das sind meine 300.000 Abonnenten, damit bin ich zufrieden, das muss sein. Nö. Ich bin mit meinen, zum Zeitpunkt der Aufnahme 149, sowas von dicke zufrieden. Ich hätte ja, also der, wow. Das war allein vorstellen, stell mal 149 Leute in eine Reihe, das sind alles meine Abonnenten dann. Fett. Das ist krass. Das reicht doch. Und ich sag dir auch, YouTube, wie gesagt, ist Hobby. Ich sehe YouTube weitem nicht als Beruf an, wie zum Beispiel andere, die sich sagen, boah, ich muss scheiße viel in Ausrüstung investieren. Ich gebe jetzt scheiße viel aus, meinetwegen, und versuche mich auf YouTube durchzusetzen. Investiere viel Zeit da rein, sehe das als Job an, mache nichts anderes. Und wenn es mal nicht läuft, hast du Pech. Ich gehe geregelte Arbeit nach, kriege am Ende des Monats mein Festgehalt und gut ist. Ah, und YouTube ist ein Hobby. Wenn es bei YouTube mal nicht läuft, pff, ja, dann läuft es halt nicht. Nur egal. Dafür läuft es auf der Arbeit immer ganz gut bisher. Läuft doch. Ja. Also, aber das sind jetzt so Sachen, die müssen wir hier nicht diskutieren. Hier ist Pokémon Imitagran und das ist beim nächsten Mal machen wir hier auch weiter. So, bis dahin. Tschüss.